Kalispera. Das ist leider schon alles, was meine Mutter mir auf Griechisch beigebracht hat. Danke noch dafür. Jawohl, schön sind ihr wieder mit dabei, wenn es heisst Kochspass mit Russo. Ich tue natürlich einfach so auf Griechisch begrüßen, sondern heute geht es Griechisch zu und her. Ich habe mir überlegt, soll ich einen Gyros machen oder vielleicht Souvlaki? Ich habe mich für Souvlaki entschieden. Das sind feine Spiessli. Mehr dazu komme ich nachher. Eine hausgemachte Tzatziki. Und eine, also eine Tzatziki ist nur so gut, wie sie richtig stinkt. Gut. Und das war es eigentlich schon gewesen, aber ich habe ein E-Mail bekommen von einer Soraya und der kleine Bruder heißt Diego. Die haben gesagt, du, unser Papi, der tut uns sehr viel Hummus servieren, aber er kauft es immer fertig. Könntest du nicht bitte mal zeigen, wie man es selber macht? Ich dachte, okay, weißt du was, wir tun griechisch-orientalische Küche ein bisschen mixen. Tun gut aufpassen, vor allem Papi. Du auch, dann kannst du es nächstes Mal selber machen. Und jetzt geht's los, und zwar als erstes mit dem Tzatziki. Für das haben wir eine Salatgurke. Und für mich ist heute Weihnachten, ich habe neue Messer bekommen. Für einen Koch gibt es einfach nichts Schöneres als frische Messer, geschliffene Messer, scharfe Messer. Voilà, da seht ihr, das geht wie durch Butter. Und jetzt bei diesen Gurken tue ich mal die Kerne rausnehmen. Weil wir möchten nicht so viel Saft drin haben. Wenn ihr wollt, können sie rein haben, dann wird es tatsächlich ein bisschen flüssiger. Aber ich has gern, wenn es ein bisschen dicker ist. So. Und das tun wir jetzt raffeln. Ihr habt hier sicher eine Rösti-Raffle. Ich auch, aber da haben wir natürlich noch etwas, was schneller geht. Deshalb tue ich sie gerade in meinem Food-Prozessor raffeln. So. Voilà. Ihr seht, wie schnell das gegangen ist. Und jetzt tue ich die Gurke in ein Sieb rein, die ich schön geraffelt habe, und tue sie ein bisschen salzen. Das hat den Vorteil, dass der Saft rausgeht, weil wir möchten möglichst wenig Saft haben. So, schön salzen. Noch ein bisschen. Und das habt ihr ja laut Rezept, das habt ihr hoffentlich auf kenwoodclub.ch schon abgeladen. Solltet ihr das schon gemacht haben? Ich habe es jetzt mal zeigen, gerade frisch gemacht. Das tropft jetzt ab und nachher tue ich die ins Tzatziki rein. Jetzt nehme ich ein Joghurt und zwar natürlich ein griechisches Joghurt. Das ist ein bisschen fetthaltiger und ein bisschen fester. So. Tun wir das einmal rein. Und dann tun wir das Ganze abschmücken mit Salz und Pfeffer. Das soll ja ein bisschen Pfiff haben. Und ich habe schon gesagt, ein bisschen stinken muss es. Deshalb habe ich da einen Knoblauch fein gehackt. Der kommt auch rein. Da fragen sich die Leute, oh, kann ich jetzt auch noch irgendwie den Knoblauch auspressen? Ich bin einfach nicht so ein Fan davon. Selbstverständlich kann man es. Ich bin jemand, der das gerne selber hacken. Und jetzt kommt noch ein bisschen Zitronensaft rein. Voilà. So wenig Zitronensaft. Und ich bin jetzt einer, ihr habt es sicher schon gemerkt, die letzten Sendungen, Pfeffermünz. Das ist nicht wirklich original griechisch, aber es gibt eine wunderbar schöne Frische drin. Deshalb tue ich das jetzt fein schneiden und rein tue. Und am Schluss gebe ich dann noch ein bisschen Pfefferminz als Dekoration. Und schaut mal, jetzt wegen meinem Pfeffer wird das ganze Zürich vom Zitronensaft hat sich gelöst, wird es ein bisschen pinkig, aber das ist genau so fein. Das tun wir auf die Seite. Gurke tue ich ganz am Schluss rein. Und jetzt kommen wir zu den Souvlaki. Die Spiessli. Die kann man natürlich auf dem Grill machen oder in der Pfanne machen. Holzkohlegrill ist Nonplusultra. Ich erinnere mich gerade noch an, in dem Dörfli, wo meine Mutter herkommt, überall stehen die kleinen Grill und da kann man die Souvlaki kaufen. Die kostet 50 Rappen. Beim Russo sind sie ein bisschen teurer. Für das braucht ihr ein schönes Steak. Also da würde ich jetzt zum Beispiel einen Schweinshals nehmen und das Ganze tun wir in kleine Würfel machen. Die sollten wirklich nicht gross sein, weil das sollte man nur ganz kurz angrillieren. Und nachher sind die fertig. Machen so Streifen. So. Und dann kann man kleine Stückchen abschneiden. So kleine Würfel machen. So.
Und das Gericht ist mit fettfreiem Fleisch nicht wirklich fein zum Essen. Nehmt da wirklich eins, das mit Fett durchzogen ist. Man kann sogar ähnliche Speck nehmen, also das geht auch sehr gut. Und da seht ihr, es ist schon gewürfelt. Jetzt Spiessle. Macht nicht allzu grosse Spiessle, das soll eigentlich ein Snack sein. Mäßig, so kleine Vorspiessle, tue ich die aufspiessen. Übrigens, original ist es entweder Schweinefleisch, wie wir hier haben, oder Lammfleisch. Ich könnte die hier auch natürlich mischen. Ich könnte es variieren, ich könnte auch ein bisschen Gemüse dazwischen tun, aber das wäre jetzt nicht wirklich sehr griechisch. Ja, die Griechen haben vor allem gern viel Fleisch, deshalb tue ich die ja jetzt wirklich nur Fleisch an. Wir sind das zweite hier im Studio mit dem Yannick. Das heisst, wir machen drei. Eins für mich und zwei für ihn. Er hat noch nichts gegessen. Et voilà. So, jetzt haben wir die Spiessli gemacht. Die tun wir nachher anbraten. Da warte ich jetzt aber noch schnell eine Sekunde. Und übrigens, für das Gericht, weil wir jetzt auch noch Hummus servieren, brauchen wir unbedingt Pitabrot. Pitabrot ist ein Hefeteig, kann man ganz gut selber machen. Ich habe jetzt da leider nicht so viel Zeit, deshalb habe ich mir da ein paar gekauft, die tue ich nachher noch schnell in den Ofen rein und dann serviere ich das dazu. Aber es ist wirklich super einfach gemacht. Pitabrot wird in Griechenland gebraucht, auch im Mittleren Osten, also wirklich überall und zum Vorspeisebuffet eigentlich unabdingbar. So, jetzt haben wir die Spiessli gemacht und jetzt kommt Hummus. Hummus ist ein Kichererbsenpüree. Und die Kichererbsen, die könnt ihr zuerst vorkochen. Oder wahrscheinlich habt ihr von der Corona-Krise noch ein paar Büchse im Keller rumstehen. Ich habe da jetzt auch eine Büchse mit Kichererbsen. Die tun wir gerade rein. Dazu kommt Salz. Dann kommt Olio di Oliva. Und da könnt ihr zünftig mal rein tun, ein bisschen Olivenöl. Dann tue ich ein bisschen Sesamöl rein. So. Dann ein bisschen Zitronensaft. Das braucht es unbedingt. Säure ist ganz wichtig für das Gericht. Voilà. Und dann tue ich da noch ein bisschen Kreuzkümmelpulver rein. Habt ihr das zuhause? Vielleicht habt ihr Kreuzkümmel sonst zuhause. Ein bisschen mörsern und dann gehört das rein. Das ist ein orientalisches Gericht, das braucht es unbedingt. Voilà. Oh, jetzt haben wir gerade jemanden gefragt, beste Messerpreis-Leistung. Ich will jetzt da keine Werbung machen, aber ich muss sagen, ich habe jetzt hier Victorinox-Messer. Ich habe gerne Schweizer Produkte und die hauen wirklich sensationell. Von dem her bin ich ein Fan von diesen Messern. So, jetzt die Kichererbsen gehen wir pürieren. Entweder mit dem Stabmixer oder ich habe natürlich hier meinen coolen Food-Prozessor. Und voll Power. Und schon ist das Kichererbsenpüree fertig, das Hummus. Es ist natürlich noch nicht fertig. Da fehlt jetzt noch etwas und das tun wir jetzt gerade miteinander abschmecken. Für das braucht ihr eine Schüssel. Nehmen wir das Kichererbsenpüree mal raus. Das sollte schön cremig sein. Voilà, wie es jetzt bei mir ist. Und jetzt kommt noch eine türkische Spezialität dazu. Und zwar Tahin. Habt ihr das schon mal gehört? Das ist ein Sesampüree, gemacht aus gerösteten Sesamkörnern. Kann man auch gut mal aufs Brot streichen. Ich tue da jetzt einfach ein bisschen rein. So etwa einen Esslöffel voll. Voilà. Tue das schön untereinander mischen. Und jetzt haben wir da nämlich ein wunderbares Püree. Nochmal schnell probieren. Das Pitabrot, das brauchen wir. So sieht das aus. Das tue ich jetzt schnell in den Ofen für ein paar Minuten und hole sie nachher raus. Weil die müssen noch kurz aufbacken werden. So, das fülle ich jetzt schon mal ab. Und tue es schon mal garnieren, damit ihr seht, voilà, wie man so etwas garnieren kann. So,
richtig genug reintun, alles, wir wollen da nicht geizig sein. Jetzt kommt noch ein bisschen Olivenöl drüber. So. Das soll ein bisschen glänzen. Gut, dann noch ein bisschen Paprika. Das passt ausgezeichnet und es sieht eben auch noch ein bisschen cool aus. Ein bisschen rot ist. Und damit wir da noch ein bisschen Kontrast haben, tue ich da noch ein bisschen Microleaves drauf. Und dann haben wir da nämlich das erste Gericht, das jetzt schon fertig ist. Als zweites tue ich jetzt meine Souvlaki anbraten. Kommt über die Pfanne, muss wirklich heiß sein. Voilà. Jetzt fragt gerade jemand, könnte man auch Linsen nehmen? Der Dani fragt, für das Hummus habe ich jetzt noch nie ausprobiert, aber selbstverständlich könnte man wahrscheinlich aus Linsen auch ein feines Püree machen. Das ist überhaupt kein Problem. Es schmeckt einfach total anders und deshalb ist nicht das originale Hummus. So, da tue ich jetzt das Olivenöl heiß werden lassen. Meine Spiessli salzen sich relativ gut. Schau mal, wie das riecht. Das muss so riechen. Ah, so, die kommen jetzt rein. Voilà. Und wichtig ist, dass man da jetzt nicht gerade 10-mal kehren. Das Fleisch ist so dünn geschnitten, das tut man 2-3-mal kehren und dann ist das gut. In der Zwischenzeit können wir noch schnell Tzatziki fertig machen. Und zwar tue ich jetzt die Gurke, da seht ihr das Wasser, die Flüssigkeit ist da schon rausgekommen, richtig auspressen und gebe die Gurke dazu. Fleisch bitte aufpassen, es soll ein bisschen Röstaromen geben, aber es soll nicht alles explodieren in der Küche. Voilà, Tzatziki gut umrühren und jetzt haben wir da original griechisch Tzatziki. So, hat ein bisschen viel Rauch, so muss es sein. Also natürlich, wenn man einen Grill hat mit Holzkohle, raucht es noch viel mehr. Aber da haben wir jetzt etwas Cooles. Voilà. Und übrigens, noch ganz schnell eine kleine Quizfrage. Das braucht natürlich auch sein. Gyros, das kennen wir alle aus Griechenland. Die andere Variante aus Türkei heisst Kebab. Die kennen wir auch bestens. Jetzt eine Quizfrage an euch. In welcher Stadt oder aus welchem Land kommt der Kebab? Wer hat das erfunden? Schreibt es im Kommentarfeld in, mal schauen, ob das jemand herausfindet. So, meine Spiessli sind schon gut, das heisst, das stelle ich jetzt mal ganz ab und dann tun wir fertig anrichten. Bitte nehmt euch Zeit, auch schnell zum alles putzen. Das muss auch sein. Ein bisschen aufräumen. Und jetzt richten wir an. Für Tzatziki habe ich hier ein kleines Gläschen parat. Das tun wir rein. Voilà. Und das Wichtige ist da, wenn man nachher das Fleisch hat, kann man da einfach reintunken oder mit einem Löffel ein bisschen von dem Gläschen nehmen, über das Fleisch tun. Das ist einfach absolut grandios. Jetzt kommt der Teller. Was ich gerne mache, und in Griechenland ist das auch oft so, zum Verdauung fördern, tun die Griechen mit sehr viel Zitronen arbeiten. Das heisst, bei ganz viel Gericht tun sie ein bisschen Zitronensaft drüber. Das ist nicht nur frisch, sondern wie gesagt, auch für Verdauung. Mein Grossvater hat mir immer gesagt, früher, Alberto, du musst einen Grappa trinken. Für die Verdauung. Früher hat man das gesagt, hat man es gemacht. Heutzutage weiss man, hochprozentiger Alkohol stoppt Verdauung auf der Stelle und fördert sie nicht. Nichtsdestotrotz trinke ich meinen Grappa trotzdem nach dem Essen, aber für Verdauung ist der Zitronensaft natürlich um einiges besser. So, aus der Türkei hat jemand gefragt, nein, das stimmt nicht, Jordanien auch nicht, andere Antworten noch, Schweiz auch nicht, gut, dann weiterraten. Da tue ich jetzt noch ein bisschen Zitronen dazu, damit es ein bisschen cool aussieht. Und was natürlich ein absolutes Muss ist, ist ein bisschen Oregano über das Fleisch. Voilà, und da nehme ich natürlich keinen getrockneten, sondern einen frischen. So, das Ganze tun wir am besten so präsentieren. Das Fleisch drauf. Das
dass man es schön sieht. Und mein Pita-Brot darf man nicht vergessen. Ah. Uff, ist das heiß. Das braucht es auch. Tzatziki kommt da an, das Pita-Brot kommt da. Und das könnt ihr wirklich ein bisschen aufreissen. Die Taschen, die Brottaschen. Berlin, hat jemand geschrieben. Bravo. Die Stadt gerade gesagt, es ist Deutschland tatsächlich der erste Döner-Kebab in Deutschland erfunden. Aber ich sage jetzt einmal so, die Türken haben es jetzt vielleicht noch ein bisschen perfektioniert. Aber ursprünglich aus Deutschland, das ist ja richtig. So, da haben wir das Pita-Brot, da haben wir die feinen Souvlaki, da haben wir das Hummus und natürlich das Tzatziki. Schon probieren. Was will man mehr? So, ich hoffe, ihr habt jetzt alles auch so gemacht, wie ich es gemacht habe. Ihr seid so schnell gewesen. Wahrscheinlich sogar noch etwas schneller. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Am Freitag, 15. Mai, ist es soweit. Könnt ihr Rezept schon frühzeitig abladen, kenwoodclub.ch. Dort findet ihr auch alle nötigen Informationen, Einkaufsliste etc. Ich wünsche euch einen guten, einen wunderschönen Abend. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.